liebe die Autorevue zum Beispiel, das ist ein bisschen eigenartig. Und Instagram, falls das eine Medienmarke ist, weil ich dort meine Töchter wiederfinde. Also was ich täglich nutze, ist ORF, Standard, Google, Amazon. Also das sind die vier, die ich am meisten ansteuere. Der Horizont natürlich, der ergibt natürlich unglaublich Aufklärung, was in der Medienwelt und in der Marketingwelt los ist. Und da ich ja alte Medienfrau bin und inzwischen ein bisschen Branche gewechselt habe, ist das für mich natürlich eine unglaubliche Quelle der Information. Ausgenommen die eigene. Also ich lese sehr gern den Trend. Ich halte es für sehr gefährlich als Marketingentscheider, wenn wir zu stark auf Programmatik und Targeting setzen, weil am Ende des Tages dann eine langfristige Markenführung und ein Markenimage ein Stück weit in den Hintergrund tritt. Und ich glaube, das wird uns ein paar Jahren einholen. Sehe ich gar nichts. Ich finde das wahnsinnig toll, wenn Dinge ausprobiert werden. Ich halte den Hype um die Printmedien in den USA im Gefolge der Trump-Präsidentschaft für gefährlich. Wir lügen uns in den Sack, wenn wir glauben, dass die Printmedien deshalb besser überleben werden, weil sie jetzt notwendiger sind als je zuvor und weil jetzt die Washington Post und die New York Times ein Auflage zugelegt haben. Das ist ein Hype und so wird es nicht kommen. Influencer-Marketing, es gab es immer schon, hat nur anders geheißen. Mir gefällt der Claim Vorsprung durch Technik sehr gut. Und nachdem alles immer technisierter wird in unserer Branche, finde ich den ganz passend und ansprechend. Ich würde für Manolo Blahnik Werbung machen. Ich würde die Manolo Blahniks nicht unbedingt anziehen, aber ich würde sagen, Profil, das ist Manolo Blahniks unter den Printmedien. Werbung, eigentlich bin ich sehr zufrieden mit unserer Kurierwerbung, die wir derzeit fahren, weil sie eigentlich genau darauf hinweist, was wir sind und was anderes möchte ich gar nicht sein. Ich wäre mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich finde es immer toll, wenn ganz tolle Geschichten erzählt werden, von daher ich wäre eine umwerfende Geschichte.